Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu diesem Video. Ja, ich weiß, ich scheine euch gerade wieder ein bisschen stark an, aber ich kann es gerade nicht ändern. Denn ich muss ein bisschen Hinne machen, weil ich jetzt das Video kurz vor der Arbeit abdrehe. Und möchte euch jetzt einfach zeigen, was meine Want-to-Read-Liste ist. Im Prinzip ist es eher meine Sommerleseliste, denn also für meine 2 Wochen Urlaub habe ich mir jetzt ganz schön was vorgenommen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen euphorisch ist, in 2 Wochen so viel zu schaffen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also versucht man es einfach mal. Und zum einen habe ich mir ausgesucht, die Landkarte der Liebe zu lesen. Ich glaube, das passt ganz gut, wenn man gerade irgendwo im Urlaub sitzt und so ein bisschen was über Reisen liest. Und über ein Geheimnis und ja, ein Tagebuch, das aufgedeckt werden will. Ich glaube, die Landkarte der Liebe ist wirklich eine gute Auswahl für schöne Sonnentage. Und ja, ich bin gespannt, was mich hier drin erwartet. Das Ganze hat knapp 350 Seiten. Und machen wir weiter. So, das einzige Buch, das ein Thriller ist, ja, ich finde. Wenn man gerade so ein. Also vielleicht habe ich auch mehr Lust auf einen Thriller, das weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt größtenteils eher so normale Romane ausgewählt. Aber einen Thriller möchte ich bestimmt auch lesen. Und diese hier klingt einfach super spannend. Und ihr habt die bestimmt fast alle gelesen, die Thriller zumindest gerne lesen. Und zwar spreche ich von Final Cut von Veit Ezzold. Ja, ich weiß. Ich müsste das wirklich jetzt lesen. Ich habe es ja noch nicht so lange. Habe ich das mir im Februar, war das in der Rebuy-Bestellung. Ja, und das Buch werde ich jetzt mal in Angriff nehmen. Weiterhin habe ich von Sarah Gio Irgendwo für immer. Ich finde, das Cover passt einfach so, so toll. Hat Urlaubsfeeling irgendwie. Und ich glaube, Pony, ich gehe heute erst zum Friseur. Nee, morgen. Morgen gehe ich zum Friseur. Ich denke, das Buch wird auch gut, ist einfach gut für den Sommer und ja. Was natürlich auch nicht fehlen darf, und mit dem Klopper habe ich, glaube ich, dann wirklich am meisten zu tun, aber es muss einfach, ich habe jetzt auf meinen Urlaub gewartet, um dieses Buch anzufangen, und zwar Sommer im Herzen von Mary Kay Andrews. Ja, was passt besser als ein Mary Kay Andrews Buch zum Sommer? Ich bin gespannt darauf und freue mich schon sehr. Ja, des Weiteren habe ich mir dann noch 2 dünnere Bücher ausgewählt. Aber auch, weil ich einfach Lust habe, diese zu lesen. Und zwar Panda Blues von Britta Sabbat. Ich habe es im Juli jetzt nicht geschafft. Deswegen rutscht es natürlich weiter auf die August-Leseliste. Und finde es auch passender, denn ich habe letztes Jahr im Sommer oder im Urlaub das Buch Pinguinwetter gelesen. Deswegen ist es ja jetzt umso passender, in diesem Urlaub Panda Blues zu lesen. Und ich freue mich drauf. Und Eva Sprach von Jana Vosen darf auch mit. Ja. Wie ihr alle wisst, ich liebe Jana, ihre Bücher und es muss auch ein Buch meiner Lieblingsautorin mitkommen. Und deswegen freue ich mich auch sehr darauf, dieses zu lesen. Ja, das war es im Grunde. Also es sind 6 Bücher. Also ich bin ein bisschen euphorisch, weil ich müsste, wenn ich, um die in den 2 Wochen zu schaffen, 3 in einer Woche lesen, was ja im Prinzip hinhauen könnte. Aber ich bin ganz ehrlich, ich möchte in meinem Urlaub nicht nur lesen, sondern vielleicht auch die ein oder andere Tätigkeit machen. Und dann weiß ich nicht, inwieweit es so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass ich wie viele Stunden ich am Tag dann doch noch lesen kann oder vielleicht auch mal einen ganzen Tag nicht, dafür da einen Tag umso mehr. Ja, das wird sich dann ergeben. Ansonsten habe ich ja noch 2 Wochen nach dem Urlaub Zeit und mein Kindle nehme ich ja auch mit, weil ich hatte auch so ein bisschen Bedenken, oh je, was wird, wenn
ich so schnell alle 6 Bücher lese, jetzt in der Wunschfantasie. Ich lese die ganz schnell und habe dann vielleicht nach noch eine halbe Woche gar kein Buch mehr. Das wäre irgendwie so ein innerer, so eine innere Krise, wo ich denke, jetzt müsste ich mir eigentlich eins kaufen, weil ich habe kein Printbuch mehr in der Hand und habe nur noch meine Kindle-Subbücher. Aber ich werde stark bleiben und mir im Urlaub kein Buch kaufen. Warum auch? Ich habe ja genug. Ja, mein Kindle darf auch mit. Das ist auch noch das ein oder andere Buch, unter anderem, weil ich Laken liebe. Davon sind ja auch total viele angetan. Deswegen werde ich mir dieses Buch auch mal zu Gemüte führen, was denn daran so toll ist. vom Titel her sagt es mir auf jeden Fall nicht so unbedingt zu, aber das heißt ja nichts. Ja, um das Video jetzt nicht endlos in die Länge zu ziehen, mache ich hier jetzt Schluss. Ich weiß, jetzt werden bestimmt auch nicht viele die Videos gucken, weil viele im Urlaub sind oder andere Tätigkeiten lieber machen als Videos gucken. Aber ich habe euch jetzt was abgedreht. Ihr könnt schauen, wann ihr wollt. Und jetzt verabschiede ich mich. Bis dann. Tschüss.